Willkommen zurück im Preis der Besten Studio. Der erste Gewinner des Wochenendes steht fest. Den Preis der Besten im Springen in der Altersklasse Children hat Mika Roth gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Mika. Vielen Dank. Fühlst du dich jetzt, wo du gewonnen hast? Wie fühlt sich das an? Also es fühlt sich schon gut an, hat ein gutes Gefühl und ja, also war ein schnelles Stechen, hat mich auch sehr gefreut. Du warst letztes Jahr auch schon dabei, warst auf dem zweiten Platz. Dieses Jahr hast du gewonnen. Was hast du dieses Jahr vielleicht anders gemacht als letztes Jahr? Also dieses Jahr war ich schon gestern Dritter und war schon weit vorne. Dieses Jahr eigentlich genau alles gegeben wie letztes Jahr und dieses Jahr hat es gereicht. Wie hattest du beim Reiten das Gefühl? Hast du schon gemerkt, okay, dieses Jahr könnte das wirklich zum Sieg reichen oder wurde dir das erst nach dem Reiten bewusst? Also meine Stute Atina, die ist top in Schuss und die springt sehr gut im Moment. Und ich hatte auch ein gutes Gefühl und nach dem Parcours hatte ich auch ein gutes Gefühl gehabt, ja. Wie hast du dich denn auf dieses Wochenende vorbereitet? Also wir haben zu Hause, jetzt letzte Woche hatten wir mal kein Turnier, dass sie einfach wieder Pause hatte, dass sie sich entspannen kann und dass sie hier dieses Wochenende alles geben kann. Jetzt hat sie dieses Wochenende alles gegeben und du auch. Wie werdet ihr das feiern? Also ich werde ihr erstmal ein paar Leckerlis geben und sehr loben und hat mich sehr gefreut, ja. Was hast du denn jetzt noch vor so in den nächsten Wochen? Was steht bei dir jetzt an? Wo geht's jetzt hin? Also jetzt haben wir ja, in ein paar Wochen haben wir ja Hagen, Future Champions. Und da hoffen wir auch, dass wir die beste Leistung abrufen können. Und dann schauen wir mal, wo unser Weg hinführt. Geht man da jetzt schon mit einem besseren Gefühl rein, wo man den Preis der Besten wirklich gewonnen hat? Kann man da jetzt ein bisschen entspannter sein oder bist du trotzdem gleich aufgeregt, gleich fokussiert? Also klar, man ist entspannter, aber man muss trotzdem sehr konzentriert sein und nicht denken, jetzt hat es gut geklappt, da es jetzt immer gut klappt. Also man soll sich trotzdem genauso anstrengen fürs nächste Mal und das versuche ich auch. Hast du einen Geheimtipp? Weiß ich nicht. Nee, nicht so. Versuchst du den Kopf eher auszuschalten, wenn du solche Prüfungen reitest wie heute oder musst du voll fokussiert sein? Wie machst du das, dass du nicht aufgeregt bist? Also ich atme tief durch und gehe den Parcours nochmal durch und glaube an mich selbst, dass es klappt. Hat geklappt. Wir freuen uns sehr. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Sieg und wir wünschen dir alles Gute für die nächsten kommenden Turniere. Dankeschön.